Hallo ihr Lieben, in diesem Video, dass euch hier dieser unrasierte Bombenleger, früher hat man mal in meiner Jugend gesagt, langhaarter Bombenleger, erzählen will, mit seinem komischen Bulli, geht es um den eigentlichen Skandal in unserer derzeitigen Verfassung, um den eigentlichen Skandal in unserem derzeitigen politischen System, also in der derzeitigen Verfassung natürlich, in der unser derzeitiges politisches System ist. Und das hat nichts natürlich zu tun mit all diesem komischen Kram. Ja, wir haben gar keine richtige Verfassung und bla bla bla. Das ist also nicht mein Text zumindest. Sondern es geht eigentlich um was ganz anderes. Es geht darum, dass in unserer Gesellschaft grob überschlagen, ja, also bitte mich nicht festnageln, aber grob überschlagen, nur circa jeder 400. Mensch, also 0,25% der Bevölkerung, aktiv in Politik involviert sind. Also an Prozessen, politischen Prozessen im engeren Sinne wirklich teilnehmen, die mitgestalten, unsere Gesetze machen, unsere Staatsmacht verwalten. Das wäre jetzt vielleicht nicht an sich ein Skandal, wenn wir nicht sagen würden, dass wir Demokraten sind. Also wenn du ein Demokrat bist, dann ist das eigentlich mehr als ein Skandal. Das ist also, wenn man das auch noch, wie soll man sagen, emphatisch bejaht, dass das so ist, dann ist das also eine antidemokratische Haltung. Das ist also, geht nicht nur so als ein kleines irgendwie Verkehrsunfall oder ein kleiner ausmerzbarer, sondern das ist eine Grundfehlkonstruktion, wenn man Demokrat ist. Weil Demokraten müssten eigentlich sagen, wir brauchen Verfahren, in denen alle erwachsenen Menschen aktiv an Politik beteiligt sind. Aber diese Verfahren haben wir nicht. Und jetzt geht es noch weiter. Es ist ja nicht so, dass das nicht technisch machbar wäre, dass das ein unlösbares Problem wäre. Das geht durchaus. Man müsste halt das demokratische Losverfahren, also das zentrale Moment der Demokratie, tatsächlich halt auch einsetzen und anwenden, und zwar regelmäßig, also eben verfassungsmäßig, um die Gesamtbevölkerung aktiv in ihre eigene Politik zu inkludieren, weiß ich gar nicht, an ihr zu beteiligen. Also eigentlich, ihr eigentlich das nicht wegzunehmen, was ihr von Rechts wegen in einer Demokratie gehört, nämlich ihre eigene Stimme im System, nicht von außerhalb, also im politischen System, im Raum der Politik zu erheben, gehört zu werden von den Mitbürgern, Wirkung zu haben und tatsächlich mitzuberaten, mitzubestimmen, mitzuentscheiden. Das müsste eigentlich so sein und das haben wir nicht. Also 399 von 400, 0,5, also ich muss umrechnen, 99,75% der Bevölkerung sind ausgeschlossen aus dem politischen System, und zwar performativ. Man kann natürlich immer sagen, ja, dann geh doch demonstrieren, dann gründe doch eine Partei, du kannst doch jederzeit eintreten. Aber das ist ja so irreal, diese Zahl ist ja so derart stabil, dass trotz aller vermeintlichen Politisierung der Bevölkerung, aller komischen Themen, die immer wieder aufkommen und dann eben auch nicht weiterkommen, weil wir es halt nicht demokratisch angehen, sondern in ganz merkwürdigen Formen, die wir halt demokratisch nennen, das bleibt stabil, und das könnte man ja auch mal bemerken. Also man könnte ja mal bemerken, dass das also sozusagen nur ein reines Postulat ist, dass jeder das könne. In der Realität, die Realität sieht in unserer Gesellschaft anders aus. 0,25% der Leute sind also wirklich politisch gebildet, weil politische Bildung halt nur performativ passieren kann. Also on the job, learning by doing, indem du es halt machst. Also indem du daran beteiligt bist. Nur dieses Machen, das sagt sich immer so schön, das kann man als Postulat behaupten, dass jeder in die Politik gehen könne, aber das ist ja keine Realität unseres Lebens. Viele Menschen haben zahlreiche Verpflichtungen, von denen sie sich nicht mal ebenso lösen können. Viele Leute haben also verschiedene auch Handicaps, die sie davon abhalten. Viele Menschen ist das auch, was sie da erleben, viel zu blöd. Also denen ist ihre eigene Seele letztlich zu schade, und das ist letztlich in dem derzeitigen System, wie wir es derzeit gebaut haben, ein gesunder Impuls, nicht in die Politik zu gehen. Also die wollen halt nicht Schaden nehmen, weil sie halt sehen, wie es da abgeht, was man sich da antut. Ja, gerade also muss man jetzt sagen, aktuell, es geht jetzt nicht speziell gegen die SPD, das ist mir völlig Schnurz und Pillepalle, was die machen, aber nur so als Symbol, wenn man sich anhört, was für Sätze fallen jetzt im Zuge dieser komischen Nominierungstortur, ja, nur die Harten kommen in den Garten und so weiter. Da weiß man, was die Stunde geschlagen hat. Das ist eine Realität. Da sind die auch noch stolz drauf, obwohl das ein Exklusionsmechanismus ist. Also wenn du sagst, nur die Harten kommen in den Garten, nur die, die dieses komische System überhaupt physisch und psychisch ertragen können, dürfen politisch mitbestimmen, dann bist du alles Mögliche, aber du bist kein Demokrat, Zifix. Ja? Du bist ein Aristokrat. Aristokratie, Herrschaft der Besten. Also ich sag's mal auf gut bayerisch, a Gurda heut's aus. Das ist die Haltung der Aristokratie.
Aristokratie. Ne? Also du musst tough sein, du musst hart sein, dann darfst du politisch mitbestimmen als normaler Mensch, also als etwas weicherer Mensch, als etwas vielleicht auch empathischerer Mensch, als etwas mehr, als ein Mensch, der noch ein bisschen mehr fühlt, als Aristokraten das halt gewöhnlich tun, bist du aus diesem System halt ausgeschlossen, performativ, also durch das, wie die Institutionen gebaut sind. Und das ist der eigentliche Skandal, dass diese Zahl stabil ist. Nicht nur, wen sie exkludiert, also die kooperativeren, empathischeren, verständnisvolleren Menschen in unserer Gesellschaft, die werden systematisch ausgeschlossen aus der Politik, durch die Art, wie die Institutionen gebaut sind. Also nicht nur das ist der Skandal, sondern auch rein die nackte Zahl, dass einer von 400 an dieser politischen Bildungsprozessen, Willensbildungsprozessen auch, das geht ja in beide Richtungen, der Wille zeigt sich, aber auch die Leute verändern sich, dass da einer von 400 teilnimmt, und das heißt 399 von uns nehmen immer nicht teil, wenn wir auf die Zahl 400 rechnen. Also 0,25% der Bevölkerung machen die Politik, 99,75% der Bevölkerung sind reine Untertanen, sind reine Objekte von Politik, sind reine Beherrschte, und das geht in einer Demokratie einfach nicht. So kannst du Demokratie nicht machen, du kannst nicht das tun und dann noch sagen, wir haben eine Demokratie. Das geht einfach nicht. Ja, das ist also so offensichtlich, dass man sich wirklich nur an den Kopf langen kann und sagen kann, wie können wir überhaupt auf die Idee kommen, von der Demokratie zu sprechen, wenn wir die Institutionen so gebaut haben. Und jetzt nochmal zur Klarheit, nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Also ich will Demokratie, ja, also bin ein Demokrat, ich halte mich für einen waschechten Demokraten, für einen überzeugten Demokraten, nur die Frage ist, seid ihr das auch? Seid ihr auch Demokraten? Weil wenn ihr das nicht wollt, dass alle Menschen, die erwachsen sind oder ab einem bestimmten Alter, ich würde ja sehr viel weiter runtergehen, ja, für mich ging es ab 10, ich weiß aber, dass das eine Extremposition ist, die kaum Chancen hat, sich durchzusetzen. Sagen wir ab 12, ab 14, ab 16, irgendwo da, also jeder Mensch, der eine bestimmte Altersstufe überschritten hat, der muss aktiv an politischen Prozessen teilnehmen, nicht passiv, nicht indem er sein Kreuzchen irgendwo macht und seine Stimme abgibt, sondern indem er bitte schön seine Stimme behält und sie einfließen lässt in diese politischen Prozesse, die wir haben. Das ist das, was ich will. Wenn ihr das nicht auch wählt, seid ihr aus meiner Sicht keine Demokraten. Ihr seid Aristokraten. Ihr nennt euch vielleicht Demokraten, aber ihr seid keine Demokraten, weil das halt technisch falsch ist. Das ist ein Etikettenschwindel, was man da macht. Ja, es ist ein sich in die Tasche lügen, sich ein schönes Etikett aufbappen, weil es schöner klingt, zu sagen, man ist Demokrat. Aber faktisch seid ihr beschissene Aristokraten und kurz gesagt, ich hasse euch. Ja, also ich werde nichts Schlimmes tun. Bin ja Demokrat, ne? Also friedfertig gesonnen, aber ich verachte und hasse euch zutiefst. Ja, also könnt ihr davon ausgehen, an euren Scheißprozessen werde ich mich nicht mehr beteiligen, aus Prinzip, weil ich Demokrat bin. Ihr Aristokraten, eure Aristokratenspielchen können mich mal, könnt ihr euch in den Arsch schieben, ihr könnt euch weiter gegenseitig fertig machen, das ist hoch unproduktiv, wir erleben alle, wie unproduktiv das ist, die Politik kommt nicht voran, große politische Projekte, die wir längst angegangen haben müssten, kommen nicht voran. Warum? Weil halt Aristokratie nicht funktioniert. Ja, das Hauptargument gegen Aristokratie ist, dass sie einfach nicht funktioniert. Die Prozesse, die wir derzeit haben, diese scheiß aristokratischen politischen Prozesse, die wir derzeit haben, funktionieren nicht. Sie führen in Politikblockaden, sie führen dazu, dass wichtige Dinge nicht entschieden werden, dass wir eigentlich im strengen Sinne des Wortes überhaupt keine Politik haben. Wir haben eine apolitische Gesellschaft. Das zeigt sich nicht nur darin, dass eben 99,75% der Bevölkerung gar nicht an Politik beteiligt sind. So unpolitisch sind wir. So tief haben wir in dieses Privatismusglas geschaut, also so privatistisch sind wir, dass sie sagen, verschiss dich halt in dein Privatleben, lass das mal die Profis machen, lass das mal die anderen machen. Das ist eine privatistische Gesellschaft, das ist keine politische Gesellschaft, die wir haben. Also nicht nur deswegen sind wir unpolitisch, sondern wir sind auch unpolitisch, weil wir gar nicht verstehen, was Politik eigentlich ist seit ihrer Erfindung. Also wenn ihr wissen wollt, was Politik ist, schaut vielleicht wirklich nochmal beim alten Aeschylus nach in der Orestie, im dritten Teil der Orestie, in den Eumeniden. Da kriegt ihr so ein leichtes Gefühl, was vielleicht Politik mal gewesen ist und wie Politik mal gemeint war. Ja, also die alten Griechen, die halt die Politik erfunden haben, haben die Politik erfunden, um diese Scheißprozesse, die wir derzeit in unserer Gesellschaft haben, zu einem Ende zu bringen. Ja? Und wenn man das mal klar hat, weiß man, dass wir in einer vorpolitisch oder apolitisch oder sogar politikfeindlichen Gesellschaft leben, weil Politik dieses, was wir tun, zu einem Ende bringt, weil es das transformiert, weil es in etwas anderes umwandelt, nämlich in einen kooperativen Prozess, also nicht in einen Prozess wir gegen die und man kämpft sich und alles ganz schlimm, sondern es ist ein Prozess, wo man zusammenarbeitet, also wo man zusammenwirkt und nicht gegeneinander wirkt. Das haben die alten Griechen verstanden, und als sie es verstanden hatten, haben sie halt Demokratie erfunden.
und Politik, das sind so fast Synonyme, wenn man es mal streng begrifflich fasst und nicht so oberflächlich, wie wir das tun, oder sogar widersinnig, wo wir die Begriffe und Worte genau in ihr exaktes Gegenteil verkehren. Also wo wir diesen vorpolitischen und apolitischen aristokratischen Streit einfach mal eben für Politik erklären und oder für Demokratie erklären und sagen, das ist doch Politik, das ist doch Demokratie. Ja, es hat aber mit Politik und Demokratie rein gar nichts zu tun, was wir derzeit machen. Hat es einfach nicht. Und das ist ein Skandal. Also diese Etikettenschwindlerei geht mir als politischen Theoretiker und als Philosophen also derart auf den Sack, dass ich also gar nicht aufhören kann, komische Videos zu machen. Aber man kann es auch einfach mal nüchtern feststellen, solange 99,75% der Bevölkerung nicht aktiv an politischen Prozessen teilnehmen, nicht regelmäßig, verfassungsmäßig an politischen Prozessen teilnehmen, haben wir alles Mögliche, aber wir haben sicher keine Demokratie. Das ist einfach per Definitionem ganz klar keine Demokratie, was wir haben. Muss man so deutlich sagen. Leider, es tut mir ja so leid. Ich sage immer ganz freundlich, wir leben in einer Prädemokratie, in einer Protodemokratie, also in einer Gesellschaft, die eine Demokratie werden könnte, die das Potenzial dazu hat, die es in einem Zustand ist, wo diese Ausfahrt, diese Möglichkeit da ist. Wir müssen sie halt ergreifen. Aber damit wir sie ergreifen, müssen wir erstmal verstehen, dass das, was wir halt derzeit haben, nicht nur ein bisschen unbefriedigend ist und ein kleines Reförmchen braucht, sondern ein tiefgreifendes Umdenken, eine tiefgreifende Verfassungsreform, wo wir immer ganz grundsätzlich werden, also eben verfassungsmäßig und nicht kleine Gesetzesänderungen machen, sondern eine verdammte Verfassungsreform, die uns alle als Bürger in die Politik bringt. Also die Laienpolitik positiv konnotiert, die Entprofessionalisierung von Politik positiv sieht, nicht negativ, wie wir das derzeit tun, ja, wo wir immer Angst haben vor dem ungebildeten, dem politisch ungebildeten Bürger, der wir ja auch im Privaten anders alles sind. Was könnten wir anders sein? Das ist ja schon auch vom Begriff klar. Unpolitisch heißt nicht bürgerlich. Also das heißt, wenn wir nicht teilnehmen, sind wir gar keine Bürger. Wir sind halt Menschen, aber wir sind keine Bürger. Ja? Der Bürgerbegriff ist also sozusagen ein künstlicher Begriff, der dadurch entsteht, dass Menschen an Politik teilnehmen. Die Teilnahme macht den Bürger, die Teilnahme der Bürger macht die Politik. Das ist ein zirkulärer Prozess. Ja? Du kannst nicht einfach die Bürger aus der Politik ausschließen und sagen, du hast Politik. Ja, du kannst nicht die Politei aus dem Prozess ausschließen und sagen, das ist Politik. Das ist Nonsens, wenn es nicht sogar ganz schlimmer Betrug ist an uns allen. Ich würde ja sagen, es ist Selbstbetrug. Wir betrügen uns selbst, wir lügen uns selbst in die Tasche. Wir denken, lass das mal die Profis machen, wir können das einfach abdelegieren und haben immer noch Politik. Aber das ist niemand, der sich mit der antiken Demokratie und der antiken Politik beschäftigt hat, denkt das. Hannah Arendt denkt das nicht, Christian Meyer denkt das nicht. Alfons Reckermann denkt das nicht, also Leute, die Ahnung haben von dem, was mal Politik und Demokratie war, die sagen sowas nicht. Ja, also es ist schlichtes Uninformiertsein oder reiner Selbstbetrug, dass wir das glauben. Wir sind eine apolitische, vorpolitische Gesellschaft und letztlich sind Politik und Demokratie Synonyme. Als die alten Griechen die Politik erfunden haben, hat es sich ganz organisch hineintransformiert in eine Demokratie. Das war ein sehr organischer Prozess über mehrere Jahrzehnte hinweg, immer weitere Reformen. Es wurde immer noch demokratischer, bis die alten Griechen dann nicht sozusagen die letzten Schlüsse gezogen haben und dann halt ihre Demokratie selber zerstört haben, weil sie nicht all the way gegangen sind, weil sie nicht konsequent genug waren. Aber im Vergleich zur Konsequenz der Griechen in der Antike sind die uns immer noch unendlich weit voraus mit ihren Prozessen. Also wir sind derart hinten dran hinter denen. Das geht gar nicht. Ja, also wir können nicht sagen, wir leben in einer Demokratie. Wir haben in einer Demokratie gelebt. Wir leben nicht in einer Demokratie. Ja, und selbst deren Demokratie war noch lange, lange nicht am Ende. Deswegen hat sie sich ja selber zerstört. Deswegen war sie instabil. Reale Demokratien sind sehr, sehr, sehr stabile Gebilde. Warum? Weil politische Einheiten geschaffen werden, weil die Leute zusammenkommen, nicht sich auseinandersetzen, nicht sich spalten, immer weitere Milieus, die sich alle misstrauisch beäugen und sich nicht grün sind. Oder grau sind oder blond sind oder keine Ahnung, was die dann sich nicht sind, ja, so, also die sich halt nicht verstehen und nicht überhaupt in Kontakt kommen miteinander, weil halt sich auseinanderlebt in einer liberalen Gesellschaft. Das ist ja völlig normal für liberale Gesellschaften, dass man nicht in Kontakt ist miteinander über Milieugrenzen hinweg. Gleich zu gleich gesellt sich gern. So. Aber das dulden halt Demokratien nicht auf der politischen Ebene. Auf der politischen Ebene setzt man sich zusammen und das ist nicht nur so ein Wort, das ist ganz buchstäblich zu verstehen. Man setzt sich zusammen, man kommt zusammen in einem Raum und wie kann das in einer liberalen Gesellschaft überhaupt noch passieren? Nur über das verdammte Losverfahren. Das ist die einzige Möglichkeit, wie Menschen dann noch zusammenkommen in einem Raum als Einzelne. Man durchmischt die Gruppen, dass sich keine Parteien bilden, weil Parteien total unproduktiv sind, weil Parteien ein aristokratisches Element ist, sich miteinander auseinanderzusetzen. Aber Demokraten wollen sich zusammensetzen, die wollen sich nicht
auseinandersetzen, die wollen sich ja verstehen, die wollen ja empathische Prozesse. Und deswegen macht man das anders in demokratischen Prozessen, als wir das halt derzeit machen, wir scheiß Aristokraten, die wir derzeit immer noch sind, wir Deppen. Ja? Und also Aristokraten sind Idioten, ja? Das ist also sogar wörtlich zu verstehen. Der Idiota, der ist der, der unpolitisch ist, der vorpolitisch ist, der nicht aktiv teilnimmt. Ja? In dem Sinne sind wir alle Idioten, ja? Vorpolitische Wesen, Menschen halt, aber keine Bürger. Bürger nehmen aktiv teil an Politik und nicht aus privater Initiative. Das funktioniert nicht. Das funktioniert immer nur für die gleichen 0,25% der Bevölkerung. Also einen von 400, für den funktioniert das. Der sieht auch überhaupt kein Problem, der nimmt ja teil. Aber die 399 anderen, die haben halt ein Problem. Die kommen auf diesem Weg gar nicht erst in die Politik. Und das ist also, geht nicht. Es geht einfach nicht, wenn du eine Demokratie haben willst. So, das ist das eigentliche Problem unseres politischen Systems. Wir brauchen die aktive Beteiligung an der Politik aller, wirklich aller, ab einem bestimmten Alter. Darüber können wir uns gerne zusammensetzen, was das Alter sein soll, ab dem wir Menschen in unserer Gesellschaft für fähig halten oder sogar es für notwendig halten, dass sie bitteschön aktiv an der Gestaltung unserer Gesellschaft teilnehmen auf der politischen Ebene. Da können wir uns echt uns fragen wechselseitig, was wir für Erfahrungen machen, was wir für sinnvoll halten. Wir können es auch immer wieder neu anpassen, wenn sich unsere Meinung geändert hat. Das machen ja Demokratien, das ist ja ihre Stärke, dass sie sich jederzeit neu zusammensetzen können und sagen können, jetzt wollen wir das anders haben, nach den jüngsten Erfahrungen, die wir miteinander gemacht haben in der Gesellschaft. Das können wir machen, aber wir müssen das haben, dass ab einem bestimmten Alter alle in der Politik präsent sind. Eine Präsenzdemokratie, eine Kontaktdemokratie, eine Begegnungsdemokratie, eine Beziehungsdemokratie, in der diese Bürgerfreundschaft miteinander, die Demokratien auszeichnet, gepflegt wird. Und zwar nicht nur mit schönen Reden, so wie ich das hier mache, sondern praktisch. Und Freundschaften prägt man nur in der pflegt man nur in der Präsenz. Da muss man zusammenkommen, man muss sich in die Augen schauen, man muss sich zuhören, man muss miteinander sich austauschen, man muss tiefergehende Fragen stellen, man muss tiefer verstehen, was will denn der andere, wie tickt denn der, was ist für den wichtig, man muss sich für den anderen interessieren. Das zeichnet Freundschaften aus. Und es gibt halt eine solche Bürgerfreundschaft. Sie ist technisch machbar, sie ist technisch möglich, sie ist herstellbar. Nur wir tun es nicht. Wir sind in unserer Gesellschaft nicht auf der politischen Ebene als Bürger miteinander befreundet. Wir sind verfeindet und das ist typisch für Aristokratien. Deswegen haben die alten Griechen ja auch die Demokratie und die Politik erfunden, weil sie das nicht mehr wollten. Sie wollten nicht die Bürgerfeindschaft, sie wollten nicht die Stasis, den Bürgerkrieg, die permanente Hin und Her der Auseinandersetzungen. Sie wollten Zusammensetzungen, sie wollten politische Einheit. Das war der Hintergrund, warum Politik und Demokratie mal erfunden haben. Und wir modernen, wir neuzeitlichen Menschen haben es immer noch nicht verstanden. Wir sind Idioten, kurz gesagt. So, netter wird es jetzt nicht mehr, deswegen mache ich mal Schluss. Ceterum censeo, Demokratia esse sortienda.